So, herzlich willkommen hier zu der Samstag-Konferenz hier. Ich bin Patrick Gamezocker und ich kommentiere das Spiel German Suplex FC gegen den FC Neofischi in der German Suplex Arena. Ja, German Suplex FC hatte ja hier am ersten Spieltag direkt mit einem 1:0 den ersten FC Kaiserslautern besiegt, oder wenn anders nennen wollen, wie ein bestimmter Kommentator, der Erstligist, erste FC Kaiserslautern. So, und ja, der FC Neofisch hatte ja ein 0:0 gegen einer der Top-Favoriten SV Straß geschafft, die unter anderem morgen um 17.30 Uhr gegen die Eintracht Tariode spielt. Ja, wir sehen hier die Aufstellung von German Suplex FC. Da hat sich so gut wie nichts verändert. Weiterhin eine 4-4-2-Aufstellung. Und, tut mir leid, Straß gegen RB. Muss ich mich nochmal korrigieren. Die Eintracht spielt gegen Meppen. Tut mir leid. Ja, sind halt zwei SV-Vereine. Auf jeden Fall, ne? Das nächste Spiel, das nächste Spiel ist dann SV Straß gegen SV Meppen. Und das letzte Spiel ist dann die Eintracht Tariolisch gegen SV Meppen. Ja. Ich hoffe, euch gefällt die Konferenz. Unten in der Beschreibung ist sogar noch ein Link zu dem ganzen Video. Also beginnen wir einfach mal. So. Erstmal German Suplex wieder, typisch German Suplex mit den langen Bällen nach vorne. Ja, German Suplex FC gegen FC Neofisch, das kann hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Partie werden. Ob wir Tore erwarten dürfen, das wissen wir nicht, wir werden es sehen. So, erstmal Kilian Dame auf Anderson, Leo Benz verliert den Ball, Cook hier am Ball. Ja, aber nein. Das wurde hier nichts. Und ja, das letzte FC Neofisch Spiel durfte ich ja ebenfalls kommentieren. Deswegen geht dann schon. So, Berzins. Auf Anderson. Ja, Lindmann. Halilay. Halilay. Dewald. Nee, Leo Benz, der holt sich hier ganz, ganz locker den Ball. Kilian Dame. Ja, Anderson. Und Cook hier am Ball, Cook hier am Ball. Der verliert nicht den Ball, Adelstein. Adelstein hier mit der schönen Parade, Golfinger. Und Tarek Tabac. Deutschländer. Auf Anderson, der verliert hier aber den Ball nach diesem Kopfballduell. Osel. Auf Held. Osel. Ja, Leo Benz hier am Ball. Leo Benz hier. Nee. Golfinger hat ihn. Auf Weder. Ja, Cook. Borges. Tarek Tabac. Borges. Auf Anderson. Nee. So wird das nix. Also, das ist hier erstmal ein ganz, ganz langsamer Start. Und jetzt Geronimo mit der guten Ballannahme und es 1:0. Geronimo, der Kapitän hier von German Suplex FC, macht hier das 1:0. Geronimo hier bringt seine Mannschaft in Führung. Und ja, German Suplex FC ist ja dafür bekannt, gefährliche Bälle zu spielen. Sehen wir hier nochmal, dieser weite Ball, Kopfball und die perfekte Ballannahme. Damit hat der Abwehrspieler nicht gerechnet und dann haut der ihn einfach drauf. So gehen halt sie in Führung. Der Mann mit der Nummer 14, Geronimo. Und da konnte Bräuning auch nicht mehr viel machen.
Der ehemalige Eintracht-Spieler. Ja, neuer Spielstand. Die Gastgeber hier mit 1:0 in Führung. Wieder einmal. Ja, aber jetzt muss jetzt hier der FC Neofisch nachlegen. Leo Benz, der tanzt hier den Spiel aus, aber verliert letztendlich. Halilay. Halilay auf Geronimo. Geronimo, wie kann der denn da außen noch frei an den Ball? Keine Ahnung, Lindmann jetzt, Eriksson. Und Lars Anders, nein, Dewald. Und der Ball hier auf Halilay, auf Held. Held auf Halilay, Halilay, der ist gefährlich und 2-0, 2-0. Das ist das Tor, Halilay. Meine Güte, was ist denn hier los? Wir haben hier richtig Bock auf Fußball. Halilay hat Bock auf Fußball, der Mann mit der Nummer 9. Und die Gastgeber, die schießen hier gerade förmlich den FC Neofisch hier ab. Meine Güte. Ja, und da sah Bräuning jetzt nicht gut aus. Sehen wir hier nochmal. Ja, da springt er nach hinten anstatt zur Seite. Also ein Abwehrfehler sowie auch ein Torwartfehler, würde ich mal sagen. Naja, letztendlich steht es jetzt hier 2:0. Und daran muss jetzt hier der FC Neofisch was ändern. Hagemeister mit dem Einwurf. Calabrese. Ja, Geronimo auf Halilay. Halilay. Verliert jetzt hier den Ball an Tarik Tabasch. So. Hält. Auf Geronimo. Dewald. Ja, Ibrahim jetzt auf Halilay. Nein, Halilay bekommt da nicht den Ball. Calabrese, Geronimo. Hält. Ja, jetzt der Ball auf Halilay! Der Mann hat hier echt Bock auf Fußball. Halilay mit der Großchance hier. Und da sah Bräuning mal gut aus. Eine Glanzparade. Halilay hier mit dem Eckball. Ja, und 3-0! Was ist denn das? Was ist denn das hier? Feder, 3:0. Der FC Neofisch wird hier abgeschossen. Da wurde er zwar beim Tor noch umgebracht, aber er macht's trotzdem. Und er kann noch laufen. Und ja, da sieht Bräuning nicht erfreut aus. Ja, die Fans hier mit den blauen, ja, Pullis. Natürlich, das Copyright geht. Perfekte Landung von Feder. Muss man einfach sagen. Also, beim Ballett wäre es eine 10 gewesen. Null hier. Meine Güte. Was ist denn das hier für ein Spiel? So. Jetzt gibt es hier den Einwurf. Also, wenn das mal hier nicht eine sehr schöne Samstagskonferenz ist, dann weiß ich auch nicht. So, Kilian Dame. Ja, Feder. Ja, Geronimo. Und Held. Auf. Ja, nee, Ibrahim bekommt da nicht den Ball. Also, das. Ich glaube, der FC Neofisch bekommt hier langsam die YouTube-Pokal-Flashbacks. 4:1 Torschüsse. Also, die Gastgeber schießen den FC Neofisch hier ab. Gegen Straß, einer der Top-Favoriten. Noch konstant gute Leistungen gebracht. Und ich glaube, mit diesem Ergebnis wäre im Moment, ich weiß nicht, wie es hier bei den anderen Spielen noch aussieht, im Moment wäre hier German Suplex FC mit 6 Punkten und 4 Toren auf dem ersten Platz. Also, wenn jetzt hier nicht noch ein Team
einen Sieg holt. Was hier noch? 3 Punkte geholt haben in den letzten Spielen. Halli leider hat. Was macht denn Halli leider? Da bekommt er einfach wieder eine Riesenchance. Ich weiß nicht, wie der da noch an den Kopf rankommt. Da wird er halt nicht gut gedeckt. Meine Güte. Da wird halt Halilei so null gedeckt. Ja, wenn jetzt die Kickers hier gewinnen, dann könnten die noch hier... Ja, nee, die könnten auf Platz 2 sein, aufgrund der Tordifferenz. Kommt drauf an, wie hoch sie gewinnen würden. Ja, das ist das einzige Team, was hier noch ebenfalls auf Platz 1 kommen würde. Aber ich glaube, so wie es jetzt aussieht, wäre... Ja, German Suplex erster und Cookie mit einer recht schwachen Chance. Aber es war meine Torchance. 3:0 steht es jetzt zur Halbzeit. Und ja, das war's hier in der German Suplex Arena. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier in der German Suplex Arena und das Spiel FC Neofisch gegen, oder beziehungsweise German Suplex FC gegen den FC Neofisch geht hier in die zweite Halbzeit. Ja. Das eine Team, das hat ja hier die erste Pokalrunde überlebt, das andere nicht. Ich sag mal so, man sieht hier offensichtlich, welches Team hier in der Viertelfinalrunde des YouTube-Pokals ist. Sagen wir es mal so. Aber okay, so. Kilian Dame. Vielleicht kann ja der FC Neofisch nochmal was zeigen. Überguck. Ja, Flanke, aber nein. Adelstein hat da den Ball. Also, schwacher Versuch. Dewald auf Ibrahim. Hält. Ja, Geronimo. Halilei auf Golfinger. Golfinger. Der haut drauf. 4-0. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, meine Güte. Golfinger hier mit dem 4:0. Was spielen die denn hier für einen Fußball? Hier in Hamburg geht die Post ab. Da gibt es keinen einzigen Fan, der sich noch ansatzweise auf den Sitzen halten kann. Gefühlt sind die alle schon vom Hocker geflogen. Und wie kommt der denn? Und da sah, ja, die Abwehr nicht gut aus. Bräuning konnte da nichts sehen. Da sah die Sicht von Bräuning nicht gut aus. Sagen wir es mal so. Und es steht jetzt hier 4:0. Ich sag mal so, das hat sich jetzt hier Bräuning nicht wirklich erhofft. 2 Spiele von 3. So viele kassiert, so müssen nur alle schön mit der Glanzparade. Schöne Chance von Leo Benz. Leo Benz hier mit einer Riesenchance. Das war ein schönes Zusammenspiel. Und dann kommt da noch Adelstein am Ball. Das war wichtig, sonst wäre der Ball von Leo Benz ins Tor gegangen. Und jetzt bekommt hier Fehler noch die gelbe Karte. Sagen wir es hier. Ja, das ist unnötig. Das ist eine Tätigkeit, das hätte rot geben müssen. Das war ein Ellbogen ins Gesicht, das war eine Tätigkeit. Dass Fehler da nicht rot sieht, da hat er Glück. Und jetzt Anderson, nein. So, jetzt hier. Ja, der FC Neofisch mit einer Riesenchance. Aber leider geht der Ball hier nur ans Tor vorbei. Glück für die Gastgeber. Sehen wir hier nochmal die Flanke, der Kopfball hier und dann ganz knapp am Tor vorbei. Ja, Adelstein hier mit dem weiten Abstoß. Geronimo auf Held. Geronimo, ja. Und jetzt Cook. Cook bekommt wieder den Ball. Leo Benz auf Anderson. Nee, Leo Benz auf Lindmann.
Lindmann, der passt hier auf Leo Benz. Leo Benz flankt ihn in den Mitte. Hagemeister klärt ihn hier eher ungewollt zur Ecke. Eckball für den FC Neofisch. In der zweiten Hälfte kommt jetzt der FC Neofisch ein wenig zurück. Letztendlich fehlen die Tore, aber die Chancen sind da. Borges. Ja, das war ein schlechter Versuch. Und Geronimo bekommt den Ball auf Halilai. Und Halilai verliert den Ball, aber Golfinger jetzt hier. Golfinger auf Halilai. Tabarek Tabac. Oh, na. Da hatte Bräuning den Ball. Sehr schöne Aktion von ihm. Feder. Ja, Halilai. Nee. So, und jetzt Feder hier auf Ibrahim Calabrese. Kilian Dame. Nein, Calabrese auf. Ja, Geronimo. Und was macht Bräuning da? Da verliert er noch den Ball. Riesenglück für den FC Neofisch. Calabrese. Da bekommt Eriksson den Ball. Ja. Jankowski auf Kilian Dame. Kilian Dame und da den Pfosten. Der Pfosten rettet. Meine Güte. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ja, Geronimo darf jetzt hier endlich vom Platz. Für ihn kommt jetzt Wilpitz. Er darf sich hier auf jeden Fall feiern lassen von seinen Fans. So, guck. Guck hier am Ball. Guck hier am Ball. Flanke in die Mitte. Und Leo Benz. Nein. Und oh, Adelstein hat hier den Ball. Sicher. Also wäre Adelstein jetzt hier nicht hier in diesem Spiel, dann stände es hier bestimmt schon 4-2 oder 4-3. Also der rettet hier seine Mannschaft hier die 0. Bräuning mit Leichtigkeit kann er den Ball da wiederholen. So, Eriksson. Ja, guck auf Jankowski. Ja, Kilian Dame. Ja, Ibrahim. Na, ja, das wird nicht wirklich was. Guck. Ja, nee, Calabrese, Golfinger. Über Wilpütz und Halilai bekommt da nicht den Ball. Trotzdem ein netter Versuch, sagen wir es mal so. Ja. Also, hier kann hier nichts mehr anbrennen. Also, das Spiel ist hier auf jeden Fall gelaufen. Es kann zwar noch das ein oder andere Tor passieren, aber German Suplex FC gewinnt hier auf jeden Fall dieses Spiel. Und was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Zeigen wir hier nochmal dieses Kombinationsspiel. Das war natürlich ein sehr schönes Kombinationsspiel, muss man hier einfach sagen. Und dann macht es mit der Hacke. In so einer Situation kann man den Ball doch nicht mit der Hacke schießen. Das ist einfach fahrlässig. Und das wird bestraft. Benz geht jetzt hier runter. Der FC Neofisch möchte hier auf jeden Fall nochmal das ein oder andere Tor machen. Ein Ehrentreffer soll her, aber ja, German Suplex. Sie machen es etwas anders als der SV Meppen. Sie bleiben konzentriert. Okay, bei Meppen muss man sagen, dass der FC Neofisch den Ausgleich gemacht hat zum 1-1. Das muss man ihnen noch lassen. Aber German Suplex FC in dieser ganzen Partie einfach konstant konzentriert. Außer Feder, der hier eigentlich die Rote hätte sehen müssen, wegen einer Tätigkeit. Aber hat er nicht. Schiedsrichter hat auf Gelb entschieden und deswegen müssen wir es jetzt so akzeptieren. 3 Minuten Nachspielzeit. Also die Nachspielzeit sollte gleich vorbei sein. Sind nur noch knapp eine Minute auf der Uhr. Calabrese. Ja, jetzt hier Jankowski, Ibrahim. Und ja, das war's. German Suplex FC besiegt hier den FC Neofisch mit 4-0. Das war ein ganz klares Statement. Da hatte auch Bräuning keine großen Chancen hier.
Ja, und somit wäre German Suplex FC sicher auf Platz 1. Wir sehen uns morgen um 16.30 Uhr beim Spiel RB Geilenkirchen gegen SV Straß, was kommentiert wird von, lass mich nicht lügen, ist es glaube ich, ich glaube Deacon kommentiert das, ja Deacon kommentiert das und dann um 17.30 Uhr das Spiel Eintracht Tariolisch gegen SV, was kommentiert wird von DJ Deadman, wir sehen uns dann, haut rein.